frisches Dorfmoos. Das brauchen wir für unser nächstes Projekt. Wir wollen nämlich heute Moorbutter herstellen. Hier haben wir richtig schönes, großes Büschel Torfmoos. Wer sich unsicher ist, ob es Torfmoos ist, man erkennt es daran, dass Torfmoos keine Wurzeln hat. Das stirbt unten ab und wächst oben weiter. Wenn wir jetzt nochmal hier so ein Büschel nehmen, dann sollte das für unser Projekt schon reichen. So, das ist mehr als genug. Machen wir noch ein bisschen sauber hier. Die ganzen Blätter und Stöcke raus. Und das ist super Material zum Arbeiten. So, alles was wir brauchen, ist Butter. Das sind jetzt 500 Gramm. Wichtig ist, keine Margarine, keine streichzarte Butter mit Rapsöl oder ähnlichem. Das muss reine Butter sein mit mindestens 80% Fett. Sonst wird das Ganze nämlich ranzig. So, und jetzt werden wir das Ganze in unser Torfmoos einwickeln. Wir werden jetzt die Butter schön hier in das Torfmoos einwickeln. Das ist auch ein gewaltiger Klumpen. Vielleicht hätten 250 Gramm auch erstmal von Anfang gereicht, aber wir wollen ja auch was verschenken. So, richtig schönes Bündel machen. Das soll nämlich später ein bisschen Torfmoosaroma bekommen. Ja, jedem passieren Fehler. Ich wollte eigentlich ein Baumwolltuch mitnehmen, das habe ich vergessen. Aber wir sind ja erfinderisch. Ich habe hier so Birkenrinde gefunden. Ich sage dazu nur, was einen nicht umbringt, macht einen nur härter, ne? Ich trenne das mal hier so ein bisschen auf, dass wir so eine schöne kleine Schale daraus kriegen. So. Ah. Die Kellerasseln machen wir mal raus. Wir wollen ja kein Kellerasselaroma. So. Und da tun wir jetzt unseren schönen Butterklotz rein. So. Schön zumachen. Von der anderen Seite machen wir das auch jetzt so zu. So. Jetzt suchen wir noch irgendwas, womit wir das verschnüren können. Und dann werden wir das vergraben. Drüben wächst alles voll mit Binsen. Das ist das Steinzeitmaterial für Schnüre. Ich werde das jetzt hier so ein bisschen knicken. Einfach um es elastischer zu machen. So, den ganzen Strang. Ich ziehe das so ein bisschen über den Daumen. Und schon haben wir super flexible Schnur. Die können wir dafür verwenden. Einmal darum. Einmal darum. Zur Sicherheit noch einmal hier. So, wir haben jetzt hier unser Frühstückspaket, unsere steinzeitliche Brotbox. Die werden wir jetzt vergraben im Moor, aber vorher werden wir uns eine geeignete Stelle dafür suchen, weil das muss niedrigen pH-Wert haben. Wir haben jetzt hier eine Stelle, die ist richtig schön feucht. Wenn ich so drücke, kommt schon ein bisschen das Wasser hoch. Das ist wirklich optimal. Das muss richtig schön luftdicht verpackt da drin sein. Das spielt Wasser eine ganz wichtige Rolle. Ihr könnt das nicht irgendwo vergraben, wo es trocken ist.
So, wir werden jetzt erstmal ein kleines Loch da buddeln und dann schauen wir mal. Boah, hört sich ja schon lecker an. So, ich habe hier pH-Wert-Prüfstäbchen oder Teststreifen. Es gibt auch einen pH-Meter elektronisch, aber wir brauchen es hier nicht so genau. Wir werden jetzt einfach hier ein bisschen von unserem Torfmoos ausquetschen und eine Wasserprobe nehmen, ob der pH-Wert auch hier passt. So, wir quetschen das mal hier so aus. Das reicht schon. Jetzt nehmen wir unsere Teststreifen. So sieht das Ganze aus. Den legen wir mal jetzt hier ins Wasser rein. 30 Sekunden, eine Minute, das reicht meistens schon. Jetzt nehmen wir das. Jetzt haben wir hier eine Tabelle, wo wir das ablesen können. Und wir sehen, es ist irgendwas zwischen 5 und 5,5. Also sehr saurer Boden. Das ist wirklich optimal. Wir werden jetzt hier unser Paket schön eingraben, sodass es so luftdicht wie möglich vergraben wird. Ich werde das jetzt hier einmal markieren mit ein paar Stöcken. Ich stecke die ringsrum, damit ich im nächsten Jahr auch weiß, wo die ist und nicht versehentlich mit dem Spaten drauf stoße. Jetzt Oktober, Anfang November. Ich möchte das bis Januar, Februar drin lassen. Kommt drauf an, wie das Wetter so ist. Nicht, dass das alles hier überschwemmt ist. Ihr könnt das aber auch länger drin lassen. Es wurde übrigens Moorbutter gefunden, die ist über 5000 Jahre alt. Es kann nichts passieren. In 3-4 Monaten werden wir das Ganze einmal ausbuddeln. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich werde das erste Video in einem Part machen und der nächste kommt erst nächstes Jahr. Also bleibt dabei. Ich habe gesehen, hier sind noch ein paar Birkenporlinge. Die werde ich mir mal genauer anschauen. Vielleicht können wir da auch noch was draus machen.